73. Wo ist er? Kann sie nicht sehen. Das ist insofern, ja. Ach doch, hier unten. Und hier? Ach, da ist er da unten. Okay, cool. Gut, sehr schön. Cashflow ist da. Hätte die Erforschung abgeschlossen. Sehr gut. Dann das du mal Gabelböcke noch machen. Denen habe ich das alles schon, stimmt. Klima passt auch. Fenster. Fenster 1 schließen und Fenster 3 müsste das dann zusammen schließen. 3D-Fassade. Oder lasse ich die offen? Ja, komm. Leer. Sieht doch so ganz cool aus. So, Zuschauer sind da. Geld kommt auch rein. Wird langsam. Finanzen. Sozialverhalten. Ja, das ist das Beste. Oh, wird sich bald paaren. Ist die jetzt schon schwanger? Ja. Also nebeneinander herlaufen ist anscheinend sich paaren. Okay. Was soll man nachfüllen jetzt hier? Was ist denn hier los? Das müssen wir auch mal gleich machen, da Mitarbeiter, Arbeitsbereich festlegen. Arbeitsbereich. Und das nennen wir mal Eingang. Dazu gehört das Gehege, das und das. Und das. Okay. So. Mitarbeiter. Arbeitsbereich. Eingang. Löschen. Eingang. Eingang und Eingang. Sehr gut. So, sind die alle schon mal auf dem Arbeitsbereich da drin tätig? Rechnen die mal auf den Ball kommen und wir suchen die anderen steigen schneller. Gäste sind insgesamt zufrieden. Gäste? Die Tiger! Ziemlich klein. Ja, das sind noch kleine, das kostet alles zu viel. Ja, es gibt immer Moser.
Ja, ich würde sagen, ich mag es auf 5 und 7. Ah, dann machen wir 4 und 7. Ja, wir machen 4 und 7, komm. Gibt's nicht. 4 und 6. Gut. Was haben Sie gesagt, das Zeug am Infostand ist Wucher? Ich lasse hier stammen so. Also Geld kommt aktuell echt gut rein. Verbrechen. Finanzen. Boah, mach schon 1000 plus, hey. Läuft. Kommt gut. Also die Einnahmen übersteigen schon mal die kontinuierlichen Ausgaben. Das ist schon mal gut. Kabelbox, sehr schön. Bären habe ich auch schon geforscht, also Strauß auch, habe ich aber noch keinen. Sehr schön. Tickets ja teuer sind. Ja, das habe ich ja alles schon gemacht. So. Konnte ich mit den Gabelböcken. Ich kann ihn mit Bisons zusammensetzen. Ich kann die mit Bisons zusammensetzen. Ah, oh, Gehege-Infotafel. Right. Dankeschön. Ypsilon. Gabelbock. Spector kommt in 2 Monaten. Gibt's nichts zu bemängeln. Hey, kommt rein. Boah, okay. Ja, klar, macht mal. So. Und so mal. So, mache ich hier das nächste Gehege direkt hin. Dann hätte ich jetzt im Kopf gehabt, dass ich hier ran mache mit einer Scheibe so wie hier, so eine, nur von einer Seite. Hierzu den Unterschlupf mache. Schneid's. Macht das Probleme. Temperaturen fallen. Es schneit. Oh! Oh, ist das cool! Oh, ist das schön! Das gefällt mir. Ist der Glühwein stand? Komm mal, Glühwein stand. Ich baue jetzt einen Glühwein stand. Das Heizung setzen müssen, habe ich mir auch schon gedacht, aber der ist doch, denke ich. Ja, der hat so wenig Erde, jetzt zu viel Schnee. Ja. Klimaanlage, nicht Heizkörper. Immer noch zu wenig Erde.
Okay, weil ich da hinten zu viel mit mir mache, dann bewege ich den jetzt mal eher so hier hin. Jetzt besser? Kollege? Jo. Ja. Okay, gut. Du hier. Passt. Sehr schön. Sehr schön, finde ich gut. Das gefällt mir. Ah, ich finde es halt cool mit... Oh, Schnee. Ich liebe halt echt Schnee. Ne? Ich finde halt Schnee einfach geil. Hoffen wir, dass keiner ausrutscht und die dann alle noch mit T-Shirt haben. Geil. Denn er friert. Ein Preis ist fair. Jetzt da drin aus. Bleibt stabil. Bleibt stabil. Der repariert schon fleißig. Sehr gut. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Ich glaube, noch einen Gabelbock. Was bekomme ich da eigentlich? Was? Bildungsbonus? Man weiß. Zuchtforschung. Ja, dann doppelt mal drauf. Und das ist cool, dass wenn ich hier da noch. Hätten kleine auch gereicht anscheinend. Okay. Junge bekommen. Dann gehen ja nochmal die Gelder auf. Gut. Krankheiten habe ich fast noch keiner erforscht. Ne? Doch. Schlüsselpest, Fieber. Weg ist halt auch einfach zu breit. Ne? Das habe ich vorhin voll verpeilt, dass ich den etwas schmaler hätte gestalten sollen. Ja, schon cool. So. Da sind Kanatiere zu sehen. Das sind die etwas angepisst wahrscheinlich, die lieben Gäste. Hallo, Spenden. Lass eine Spende da. Sei ein Vorbild, Bildung. Er ist doch da. Ja, gib mir da hinten hier, ne? Da fließen die Gelder. So, was nehmen wir als nächstes? Bericht, Bildung, 0. Gut. Vertretbar. Ich würde aber dennoch da so ein Teil mal hier mit aufstellen. Vielleicht noch hier eins. Und zwar machen wir da Wilderei und Handel mit exotischen Tieren. Und hier machen wir Abholzung der Wälder. Nachwuchs, 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 der erste Nachwuchs. Ist schon sweet, ne?
Ist schon sweet. Ja. Und jetzt hast du das Kind gerecht oder was? Weil du da jetzt gesprungen bist? Na. Ah, ist schon feiner Haar. Ist das Albino? Und mit anderen Arten habe ich noch keine. Ich könnte aber tatsächlich hier Bisons mit reinmachen. Albino, tatsächlich. Naja. Ein Albino mit weißem Fell. Nice. Was ist jetzt sind es für Verbrechen? Oha. Oha! Ein mit dir. Gut. Tipp, baue jetzt schon einen Platz, wo du eine Wassersperre herstellen kannst, die etwas über die Tiere erzählt, neben jedem Gehege. Sollte auf jeden Fall so gesetzt sein, dass man ins Gehege geht. Ist dann schon die Vorbereitung auf das Update 4. Wie ich. Da gibt es jemanden, der dann lacht oder was und sich hinstellt? Wie bereite ich das vor? Also platztechnisch meinst du jetzt, oder was? Dass ich jetzt quasi, sagen wir mal, hier am Bereich freilasse? Er wird dann, wenn er sich immer wieder Futter ins Gehege schmeißen. Okay, cool. Das ist nice. Das ist echt cool. Das ist hier echt cool. Nice. Nice, nice, nice. Ah, das ist cool. Das finde ich einfach nicht schlecht. Wenn es denn sowas gibt. Muss ich echt sagen. Die Frage ist jetzt, hau ich hier Bisons mit rein? Wahrscheinlich nicht. Gelände. Wenn ich jetzt sage, ich will hier. Ich will jetzt hier einen Felsen haben. Hier einen Berg. Tatsächlich. Funktioniert. Uhahaha. Weil Ziel ist es ja. Also ich würde. Tatsächlich so hier dann da drüber laufen lassen. Dass man dann hier wie so reingeht. Hier würde ich dann. Bärengehege eventuell noch reinmachen dann. Tatsächlich. Mit Höhle.
Ich kann es mir schon richtig geil vorstellen. Hier so, Bärenhöhle, Leute. Bärenhöhle. Ist der Bescheid? Dann machen wir hier die Bärenhöhle dann rein. Ah, wo bin ich jetzt? Hier. Dann machen wir hier die Bärenhöhle rein. Die Größe noch ein bisschen kleiner. Dass die dann hier einen Rückzugsort haben. Und da hinten machen wir dann so ein bisschen hier Wasser rein. Die da ein bisschen schwimmen können. Wasser. Hier so Wasser rein. Mal schauen, ob das dann da hinten noch klappt. Jetzt muss ich den Weg noch ein bisschen rüber setzen. Dass man da hier so nicht Ketzergrad, sondern hier so vielleicht ein bisschen so Geschlängel reinmacht. Dann würde ich hier die Bärenhöhle reinmachen. Dann können wir von hier hinten. Geht es nicht doch? Das ging doch irgendwie, oder? Doch, das müsste doch normalerweise gehen. Hier hinten ist dann der Eingang für den Pfleger noch. Ist es nett, dass ich dann hier mit einem Weg da noch rein kann. Hier mit einem Weg dann rein kann. Hier aufmach. Hier dann reingehe. Oh, das klingt echt nice. Ey, ich hab das. Oh, Niceness. Hier will ich dann die Scheibe reinmachen. Jetzt ist die Frage: Kann ich das mit einbauen? Ja, bau da oder auf der anderen Seite. Sammeln können. Ja, gibt es da nicht die Möglichkeit. Hier rein, ja. Jetzt ist halt die Frage, kann ich die Scheibe dann setzen? Also wenn ich jetzt hier, doch das müsste doch eigentlich gehen, ich probiere es mal schnell aus. Ich jetzt hier die Scheibe da einfach so durchziehe. So, jetzt einfach jetzt mal hier so durchziehe. So, kann ich dann jetzt hier noch? Wahrscheinlich Barriere bearbeiten. Die so hochziehen. Und dann. Da muss ich aber hierdurch doch dann die unsichtbare setzen. Die noch? Glas? Ohne? Genau, ohne. Dann müsste ich ja quasi dann von hier quasi da ohne machen. Bis ungefähr hier hin. Und dann da. Da dann quasi wieder Glas machen. So. Aber was ich natürlich jetzt hier machen möchte, ist natürlich das jetzt hier erst einmal runtersetzen. Hier so. Jetzt hier wieder hochsetzen. So in etwa. So, oder? Das geht doch. Das passt natürlich noch nicht ganz. Das hier muss ich noch mal verschieben.
so hin. Ungefähr so hin. So. Yikes. Ja, hallo? Oh Gott. So komme ich. Da hat's eine Runde. So, und ich will ja jetzt hier Gelände drücken. Halt, nee, ich mach das hier mit. Dann müsste ich ja eigentlich da in die Richtung kommen, ne? Ja, genau. So. Mach einen Durchbruch zwischen Höhle und Gehweg. Setz die Barriere genau dazwischen und du hast einen Viewpoint. Ach, ein Durchbruch zwischen Höhle und Gehweg. Ja, das habe ich jetzt hier gemacht, oder? Weil ich will ja hier diese Scheibe quasi hier nutzen, dass ich hier quasi in den Unterschlupf schauen kann. Oder was meinst du? Also der Viewpoint, den man dann hat oder noch hätte, wäre quasi dann hier. Also man geht hier in die Höhle rein, geht zu den Bären. Dann hat man hier quasi noch das Glas. Ist das jetzt normales Glas? Müsste normales Glas sein. Ja, genau. Dass man dann von hier quasi hier noch schaut. Schauen kann, bla bla bla. Dass man dann hier quasi auch noch so ein Viewpoint hat. Die Höhle ist zu klein, sitzt das Glas weiter nach hinten. Die Höhle ist zu klein. Die hier? Dann passen wir die noch an. Dann passen wir die noch an. Landschaftlich nicht der Bringer, aber okay. So. So. Jetzt müssen wir da hier flachen. Ich sehe nichts, zu viel Schnee. So, was hast du geschehen? Okay, bin mal auch gerade. Muss man noch einen raus. Alles klar. Bis später eventuell. Viel Spaß. So, nein, ich will nicht fortsetzen. Jetzt haben wir quasi hier. Da ist dann die Höhle für die Bären drin. Können wir hier durchschauen? Da klappt es auch. Dann mache ich jetzt mal da hinten weiter mit der Barriere. Da hinten hätte ich dann gerne wasserdicht, nicht erklimmbar. Erklimmbar, nicht erklimmbar. Erklimmbar. Wellblech? Nee, Maschendraht, erklimmbar, elektrisch. Nicht erklimmbar, wenn unter Strom. erklimmbar, nee, das wollen wir nicht. Beton. Rote Ziegel. Rote Ziegel hört sich gut an. Also dann würde ich jetzt hier. Nämlich den Eingang hinmachen.
Länge. So, ran machen. Dann hier Barriere bearbeiten. Und halt doch, doch, doch. Du bleibst schön hier. So. Und ich will jetzt ohne von hier bis. Wo muss ich hin? Wo ist er? Yikes. Ohne. Bis an. Hallo? Hallo? Will an den hier hinten ran. Hallo? Hallo? Geht ne. Noch zweimal machen oder was? Hierhin. Hierhin. So. Hört sich auch wie wenn es Lichtschwert wäre. Geil. So, dann machen wir von hier quasi weiter. Von hier. Dann würde ich gern von hier. Das mal so weitergehen. So weitergehen. Wie mache ich denn das? Wie mache ich denn das am stylischsten? Nee, das lasse ich nochmal Glas. Glas, Glas, Glas. Ja. Aber 10 Meter, 9 Meter, 9 Meter. Und dann quasi jetzt 10 Meter, genau. Das kommt scheiße. Das wird scheiße, komm mal. Das hier wird. Sieht man das nicht mehr? Diese Anzeige, wie hoch das mal ist? Höhenausrichtung? Wieso kriege ich das nicht mehr angezeigt? Wieso kriege ich das nur mal angezeigt, wie hoch das die ist dann? Das irgendwie deaktiviert oder so? Nee, oder? Muss ich da näher ran? Nee. Das ist mir eindeutig zu hoch. Das sieht gut aus. Oh, das sieht. Das hier ist das Schlimmste überhaupt, ey. Das macht mich so kirre, ey. Weg, weg. So. Fels glatt. Und durch die schöne Felsen hier, hier auch, da noch ein bisschen so. Nice! Es wird langsam. Da fällt es rau. Das passt soweit. So.
Geilo, geilo, geilo. Jetzt glatt. Kann man den glatt größer machen. Ja. Dann brauchen wir wahrscheinlich Erde. Das ist riesig, ey. Die Bären mögen bestimmt nicht so viel Gras. Erde. Ich glaube, hier werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen flacher rein müssen. Vermute ich jetzt mal. Mal das so ein bisschen so hier. Stärke. So wahrscheinlich, ja. Ist dann halt irgendwo glätten hier doch, ja. So. Besser. Besser! Besser. Was ist das? Ich will bearbeiten. Das ist ohne, oder? Ja. Warum kriege ich das da so komisch angezeigt? Ja, Gelände. Ja, so. Aufrauen. Ja, zerklüften lassen wir hier. Da oben hätte ich jetzt eigentlich gedacht gehabt. Wäre es bestimmt cool. Ist halt die Frage. Wäre es bestimmt cool, noch einen Viewpoint zu machen. Wo man dann von innen quasi nochmal hier unten rumläuft und hier hoch geht. Na, also quasi hier rauskommt und da oben nochmal einen Viewpoint hat. Wo ich aber das Problem dann sehe, dass wenn die da können dann hier reinschauen und dann hätten die hier nicht mehr genug Rückzugsmöglichkeiten. Und da sehe ich halt dann das große Problem darin. Sonst wäre das nämlich hier oben nochmal richtig cool gewesen an sich. Ja. So, das hier. Was ich aber machen könnte. Oder? Weiß ich noch nicht. Naja, sehen wir dann später, Stammer. Das sehen wir dann später. Spinne hat Nachwuchs, das ist schon mal nice. Hier den Weg habe, dann führe ich den Weg. Mache ich dann da noch an? Mache ich hier einen Viewing Point hin? Oder hier oben laufenden Weg, wo man noch rum kann, dass man dann hier. Was könnte ich denn hier reinmachen? Schneeleoparden oder irgendwie sowas? Dass man dann hier sagt, man macht dann hier nochmal Schneeleoparden oder sowas rein. Da will ich dann aber zumachen. Dass man dann von oben reinschauen kann.
relativ dünn. Hier zu. Jawohl. Kletten. Meißeln. Kletten. Dass man hier so rumlaufen kann. Eventuell. Eventuell. Und dann hier hochkommt, so Plateau, hier Schneeleoparden reinsetzt oder sowas, mal schauen. Und dann ja, das will ich mir glätten. Wie ging das hier? Man sagt, er macht hier Schneeleoparden rein und macht dann für die hier nochmal so eine Höhle, dass die dann hier drinnen nochmal Rückzugsort haben. Eventuell. Mal schauen. Na. Dass man dann aber hier oben quasi nochmal reinschauen kann. Hier unten noch ein Rückzugsort, wo man dann von außen durchschauen kann. So, hier. Quasi. Hier reinschauen kann. Und dann vielleicht hier so rein. So, dann, dass man dann quasi von hier so hoch geht. Dann hier wie so ein Viewing Point hat. Ist das eine coole Idee oder ist das eine coole Idee, oder? Hallo, was meint ihr? Nice oder nicht nice? Doch, ich finde schon, dass es nice ist. Also vom groben Aufbau bin ich schon sehr zufrieden jetzt hier mit dem so. Erstmal. Gell, löbt Arei. Da löbt der Lachs, wie man so schön sagt. Ach, Mann, Alter. So, wie schaut es jetzt insgesamt aus? Mit den Lehrforschungen abgeschlossen, sehr gut. Was, komplett fertig? Boah, nice! Alicia, hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich, Alicia Higgins. Nice. Okay, cool. So, das Geld läuft jetzt hier. Da haben wir Jungtiere. Wie sind die aktuell zufrieden? Umgebung? Ja. Allgemein sehr zufrieden. Was macht mein Albino? Der Albino lebt auch noch und ist auch sehr zufrieden. An der Umgebung ist er sehr zufrieden. Gut. Unterkünfte haben die aber auch noch genug, ne?
Pflanzen. Stabile Rückzugsort 66. Ja, weil die, weil ich da die großen reingesetzt habe, da hätte ich wahrscheinlich kleine reinsetzen sollen. Aber wir haben das Bärengehege fertig, Leute. Wir haben das Bärengehege so gut wie fertig.